So einen langen Güterzug mit gleich zwei Maschinen der Baureihe 44 hat es lange nicht mehr gegeben. Zu guter Letzt schiebt noch eine 41 nach. Im ersten Morgenlicht ist der Zug unterwegs. Der gleiche Zug, jetzt an markanter Stelle, am Wartburgblick in der Nähe von Eisenach. Ein Kommentar erübrigt sich. Wieder ist es dem Team Lohr und Riedel gelungen, einen dreitägigen Plandampf auf die Beine zu stellen. Wie schon im letzten Jahr stehen wieder planmäßige Kies- und Holzzüge auf dem Programm. In 2011 ist es gelungen, gleich zwei 44er zu verpflichten. 44 25 46 aus Nördlingen und 44 14 86 aus Staatsfurt. Es sind die letzten beiden betriebsfähigen Maschinen dieser Baureihe in Deutschland. Der lange Güterzug ist von Eisenach nach Immelborn ins dortige Kieswerk unterwegs. Nach Bad Salzungen müssen sich die beiden Maschinen noch einmal ins Zeug legen. Im Kieswerk wird rangiert. 44 14 86 macht sich LZ auf den Rückweg zum Bahnhof. Nee, noch nicht. Kommt noch. 44 14 86 ist im Museumsbaby Staßfurt beheimatet. In ehrenamtlicher Tätigkeit bemühen sich seit Jahren die Museumseisenbahner um die Erhaltung der schweren Güterzuglok. Erst vor kurzem hat sie wieder eine Fristung erhalten.
Bespannt wird jetzt der Zug nach Walldorf. Die Staßfurter Maschine hat am Zugschluss gekuppelt und wird nun als Schiebelok arbeiten. Vorneweg die Nördlinger 44-25-46. Ausfahrt in Immelborn. Nur langsam kommt der lange Zug in Fahrt. Trotz der fast 4000 PS Leistung. So viel bringen zwei 44er auf die Schienen. Der Zug ist zwar nicht beladen, hat aber trotzdem sein Gewicht. 44er Klänge im Werratal. Durchfahrt in Wernshausen.